meine Lieben, heute gibt es mal ein Video aus dieser Perspektive mit dem Garten im Hintergrund und es ist ein anderes Video als sonst. Ja, wie ihr merkt, bin ich nicht im Stall, ich sitze nicht in meinem Wohnzimmer und ich bin zwar noch zu Hause, aber wenn ihr das Video seht, liege ich im Krankenhaus. Ich habe das Video jetzt vorgedreht. Ja, ich werde ins Krankenhaus kommen. Die Gründe sind erstmal irrelevant, sage ich jetzt mal so. Ich weiß noch nicht, ob ich das öffentlich bekannt geben möchte. Jedenfalls ist es einfach so, dass ich die letzten Tage nicht dazu gekommen bin, noch ein Video zu drehen. Und das tut mir auf jeden Fall auch sehr leid. Ich hätte gerne vorproduziert. Ich habe es aber einfach echt, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es wirklich nicht geschafft und ja, aus gesundheitlichen Gründen ist mir auch einfach keine gute Idee gekommen und ja, dann wollte ich auch nicht irgendwas hinrotzen und deswegen kommt jetzt heute einfach mal dieses kleine Video und ich hoffe, nächste Woche starten wir dann wieder frisch durch. Ja, genau. Das wollte ich euch einmal gesagt haben und dann wollte ich euch aber auch noch was fragen. Das hatte ich so oder so vor. Aber ich wollte einmal fragen, ob ihr mehr Vlogs oder FMAs von mir hören wollt, sehen wollt, sehen und hören wollt. Und ob ihr Interesse daran hättet, dass ich sowas wie so ein Nachrichtenformat für Reitsport YouTube mache. Ich hatte nämlich irgendwie Bock zu und ich habe gesehen, dass ihr auf das Video meine Top 5 Reitsport YouTuber ganz gut reagiert habt. Deswegen dachte ich, vielleicht habt ihr auch Interesse daran, dass ich regelmäßig so einmal im Monat, einmal in 2 Wochen, je nachdem wie viel man da so am Material verfindet und wie gut es bei euch ankommt, ja so ein Nachrichtenformat oder so ein Newsformat machen könnte. Einfach zum Beispiel irgendwie mit... Da war ein Tier. Vielleicht Newcomer oder 500 Abonnenten unter 1000 Abonnenten. Irgendwie sowas, dann haben wir irgendwie Newcomer der Woche, des Monats. Bestes Infovideo, bestes Dressurvideo, bestes Springvideo, bester Vlog. Ja, ob ihr da vielleicht irgendwie Interesse dran hättet oder auch so eine Rubrik Allgemeines, dass man einfach sagt, hier hört mal bei der und der, es gab das und das passiert, schaut da mal vorbei. Ja, wie findet ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr auch andere YouTuber verfolgt, aber Mr. Trashpack macht ja auch so YouTube News für YouTube Deutschland und ich hatte halt überlegt, ob, weil er macht halt diese normalen, in Anführungsstrichen, YouTuber. Und ich hatte überlegt, ob es nicht interessant wäre, das für den Reitsport einzuführen. Hinterlasst mir dazu doch gerne mal einen Kommentar in den Kommentaren. Das würde mich sehr freuen, da ein bisschen was drüber zu lesen. Und wenn ihr da Interesse dran habt und Bock drauf habt, dass ich sowas mal mache, würde mich das auch sehr freuen, weil ich habe da irgendwie Bock zu. Und dann würde ich erstmal sagen, sehen wir uns nächste Woche hoffentlich wieder. Sollte irgendwas Gravierendes dazwischen kommen, was ich nicht hoffe, schaut doch einfach mal bei Instagram vorbei. Dort werde ich auf jeden Fall bekannt geben, ob wieder ganz normal Videos anlaufen oder ob wir noch mal eine Woche irgendwie pausieren müssen. Und ansonsten würde ich erstmal sagen, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Woche. Ciao!